Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zur 58. Folge von unserer Road to Glory. Heute mit einer ja richtig interessanten Folge, denn ihr habt schon gelesen im Titel, wir haben unseren mit Abstand besten Spieler gezogen. Guten Morgen, Ladi. Das lasse ich jetzt aber drin. Wir haben mit Abstand unseren besten Spieler gezogen und zwar einen Best of Team of the Week. Und da sich das Video eigentlich alles darauf aufbaut, zeige ich euch den Clip jetzt mal direkt. Der Mbappé, der sieht schon nice aus. Die Karte sieht aber schon nice aus, ja. Zack, Walkout, easy. Inform Walkout. Oh. Ramos. Ramos? Alter, das ist ja übel gut. Das ist übelst. Aber der ist untauschbar. Ja. Soll ich den zocken anstatt Jimenez? Ne, ist ein 90 plus. Ja und? Ich hab ja nichts. Da könntest du spielen. Alter, voll gut. Das ist der beste Spieler, den ich je gezogen habe, Juli. Und, Alter, das ist voll sick. Und du bist mit dabei. Das ist ein gutes Omen. Voll gut. Hä? Wie, hast du so geile Trikots? Diese Icon-Trikots. Und ein Godin. Alter Junge, Sergio. Der kostet 180 so. Ja, ja, ich habe halt Jimenez. Da hast du diesen Rubelker Jimenez. Ja. Muss ich einmal überlegen, ob ich den zocken werde oder nicht. Aber auf jeden Fall nimmt man den mit. Tim, schreib's rein, wie der EA-Account. Tim, hör auf mich zu triggern. Ich ziehe sonst monatelang aus jedem Pack nix. Aber nice, sehr nice, sehr nice. Sehr weißt nice. Du, wo ich das her habe? Weil Nein. Ich bei den Zielen habe ich mir so ein 25k-Pack in Division Rivals erölt. Mhm. Ja, wie ihr sehen konntet, Ramos war drin, kam sehr unerwartet. Das war gestern im Stream. Ich habe da gemeinsam mit Juli gestreamt. Ihr habt es, glaube ich, gesehen. Und wir haben übrigens auch noch weitere Inform-Packs aufgemacht. Dazu habe ich euch das Video hier oben nochmal verlinkt von seinen ganzen Top 100 Rewards. Das kam gestern spätabend noch. Und wie ihr seht, ich habe auch noch einige Packs vorbereitet. Aktuell sieht man nur eins, weil das ist ein Player-Pick. Aber ich habe noch einige Sachen verkauft, die wir im Verein hatten. Und vor allem auch Jimenez verkauft. Denn der Plan ist jetzt, und darum soll das Video auch heute so ein bisschen gehen. Ich habe ja heute Mittag-Nachmittag unseren ersten Qualifier, wo ich auf jeden Fall versuche, ein paar Runden zu überstehen. Und da schwimmen wir jetzt wahrscheinlich Ramos. Ich habe, wie gesagt, hier den Jimenez verkauft. Wir sind jetzt bei 185.000 Coins. Und Ramos ist jetzt aktuell im Team und das Ziel ist jetzt, dass wir uns doch noch irgendwie mit Krampf Cuadrado leisten können. Und dafür habe ich die ganzen Flash-SBCs gemacht. Für die, die jetzt nicht unbedingt wissen, was Flash-SBCs sind, das hatte ich euch ja sogar auch schon gestern in der Folge gesagt, dass so alle zwei Stunden, manchmal auch jede anderthalb Stunden, manchmal auch nur eine Stunde, ja, gibt es eine weitere Flash-SBC und es gab auch schon eine mit einem Silberspieler. Die hier mache ich jetzt gerade nicht, weil die ist untauschbar, aber alle Tauschbaren habe ich halt immer gemacht, damit wir halt an Coins kommen. Seht ihr jetzt gleich sofort. Und es gab schon eine mit einem Silberspieler. Blende ich euch auch einmal kurz ein. Und zwar mit dem Moritz Stoppelkamp, der ja einen Rekordbreaker bekommen hat, weil der aus 82 Metern ein Tor gemacht hat. Auch das habe ich abgegeben. Ihr seht das 82er-Team. Ich musste, glaube ich, nur einen Stürmer kaufen. Es war Alcacer. Und ja, dann konnten wir den schon machen. Hat ziemlich geile Stats. Das muss man ganz klar sagen und wie gesagt, für unser Silberteam, für die 12, 15k nehme ich den mit, einfach schon nur just for fun. Auch wenn ich natürlich wenig SBCs mache, aber trotzdem. Und dann würde ich sagen, springen wir mal so langsam zu den Packs. Wir werden dann immer grob überschlagen, wie viele Coins man, also 40k, 45k brauchen wir. Wird nicht einfach, ich habe auch noch die Top-Partien gemacht, also ein paar Packs haben wir auf jeden Fall. Machbar ist es, ne? Wir starten einfach direkt mal rein mit dem ersten Player-Pick. Vielleicht, wie gesagt, haben wir ja Luck. Und ziehen jetzt zumindest schon mal den 83er. Das ist schon mal gut. Das war ein Player-Pick von 81 bis 84. Also hätte theoretisch einen Renato Sanchez in Form rausspringen können. Aber das waren zumindest schon mal so, naja, 2300 oder so. Das war schon mal okay. Wenn jedes Pack so mit einem 83er ist, dann sollte das passen. Ihr seht, haben wir 10 Stück und dann noch 25 K-Packs. Hier auch ein 381 Plus-Pack. Also interessant und wir starten mal mit dem schlechtesten, mit dem Premium Elektrum Spieler Pack. Wir spielen auch wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich heute keine Weekend League, einfach, ja, weil ich jetzt heute Vormittag noch unbedingt versuchen will, genug Coins zusammenzusammeln und wir können das mal immer so ein bisschen überschlagen. Viele Silberspieler sind gerade echt teuer wegen den SBCs, deswegen ist das eigentlich optimal, dass wir jetzt gerade so Packs so wie ja, die Top-Partien öffnen. Ihr seht, so seltene Silberspieler werde ich wahrscheinlich easy für 800 oder so wegkriegen. Und ich guck mal, ob seltene Goldspieler.
Also aktuell ist halt sehr viel Bewegung im Markt. Ziemlich interessanter Tag. Den Rest kann ich, glaube ich, alles mal speichern. Aber okay, das sind sogar 1100 für ISO. Lingard auch nochmal so eine ganze Menge. Das passt auf jeden Fall. Den Rest packe ich aber dann hier ganz entspannt mal auf die Liste. Die kann ich dann verkaufen. Aber das sollten schon mal, ja, 6-7K eigentlich gewesen sein. Das war schon mal solide. Dann machen wir das auf. Das gemischte Spielerset auch noch. Da erwarte ich jetzt nicht so viel, aber der Form halber gucken wir natürlich trotzdem rein. Und wir müssen ja Ramos gar nicht mehr toppen. Hattebeur bringt vielleicht nochmal so 800. Stellen wir auch mal direkt drauf. Wie gesagt, und so hoffe ich halt, dass ich irgendwie auf 230k komme. Wird nicht einfach. Vielleicht ziehen wir irgendeinen Abstoßinform oder so. Oder irgendein Walkout. Das würde mir schon extrem weiterhelfen. Das sage ich euch. Das würde mir extrem weiterhelfen. Hier wenig seltene leider drin. Wir machen einmal kurz einen Test. Ob so Silber, guck mal, so selbst Silberspieler werde ich wahrscheinlich für so 300 wegkriegen. Engländer sowieso, denke ich mal. Versuchen wir einfach mal, ob ich die halt alle wegkriege. Seltene ist auch schon ein Gebot, obwohl das ein Japaner ist. Und den Engländer gucken wir auch nochmal eben nach. Der ist zwar Bronze, aber auch da bieten schon die Leute. Und na, daran seht ihr das. Aktuell, glaube ich, gut Bewegung im Markt. Stellen wir mal für 3 Stunden drauf. Da war nämlich einer nur für 500. Deswegen perfekt, dass wir das machen. Heute, wie gesagt, so eine kleine Menüfolge. Macht mir aber persönlich auch immer sehr viel Spaß. Prime Electrum Spieler Pack. Und ich bin sehr gespannt auf das 3x81 Plus Pack. Da gab es auch gestern neue Lightning Ones, für die, die es nicht mehr mitbekommen haben. Da gab es, glaube ich, Packs, die kosteten 75.000 Münzen. Und da waren 7 Spieler drin, über 81. Ich weiß nicht, ob das gut war oder nicht gut. Ich habe ganz ehrlich keine Packs davon logischerweise geöffnet und auch keine Packs davon gesehen. Aber im Prinzip klang das jetzt erstmal recht solide, weil in einem 100k-Pack sind auch nicht immer mehr als 7 81er drin. Also kann man sich, und die ganz anderen Goldspieler kann man sich ja fast schon sparen. Dafür ist es halt nochmal deutlich günstiger. Jetzt sehen wir auf jeden Fall mal so einen Nacho, der auch ein bisschen was wert sein sollte. So 1,4. Wir haben ja keine Geschenke zu verteilen. 1,5. Ja, den geben wir auch noch ab hier. Diese Karten nehme ich mal auch mit. Muss ich auch verkaufen. Den Rest stoße ich dann, glaube ich, ab. Einfach, um mehr Coins zu bekommen. Guck mal, es sind nochmal 400 gewesen. Sind wir knapp bei 188. Naja, also, ich kann ja noch einiges verkaufen. Wir haben noch einige Packs, aber irgendwas muss da schon noch kommen. Zumindest so ein 20k-Spiel. Das wäre halt richtig geil. Oder zumindest, wie gesagt, so ein Abstoß in Form. Es ist leider auch kein Inform, auch kein Board. So wird's schwierig, sage ich ganz ehrlich. So wird's schwierig. Sind zumindest halt seltener. Aber die sind jetzt auch nicht mehr so viel wert. Ceballos vielleicht noch, wenn ich Glück habe, geht der für den Preis weg. Rebic. Naja, gucken wir mal. Den Rest kann ich abstoßen. Selbst die Positionskarte wird nichts wert sein. Aber die besten Packs kommen ja noch. Und zwar die letzten 4. Das ist einmal ein halbes 50k-Pack. 381 plus. Machen wir erstmal das hier auf. Komm schon. Da sehe ich mich jetzt. Es gibt ja sogar auch Rekordbreaker drin. Ne? Da kann man auch mal ein bisschen reinlacken. Aber man kann auch nur eine UCL-Karte ziehen. Vielleicht wird es zumindest... Ach nee, nicht mal. Oh. Für zum Thema UCL-Karte. Perez. Aber da kann vielleicht noch was dahinter sein. Neres. Immerhin ein Brasilianer. Ist aber auch nicht viel. Der Engländer. Auch leider nicht viel. Boah. Okay, das war schon mal echt schlecht, das Pack. Das muss man ganz klar sagen. Das war schon mal echt schlecht. Dann würde ich sagen, machen wir erst das Mega-Pack auf, dann das weitere 81 Plus. Ich sag mal so, wie es ist. Ausbaufähig. Aber das ist zumindest mal ein Board. Leider kein Inform. Uruguay, Godin. Okay, das ist gut. Der sollte 6, 7, 8k wert sein mit der 85. Ah, ist Jimenez. Ja, ist aber, glaube ich, auch gut. Kostet, glaube ich, fast dasselbe, weil der in der besseren Liga, naja, was heißt bessere Liga, spielt. Der sollte aber 5, 6k wert sein. Ist schon mal solide. Damit bin ich schon mal recht zufrieden. Rodrigo hat ja einen Meilenstein. Oh, und der ist übel teuer. Ist das wegen dem Meilenstein? Das ist interessant. Der geht so für 2700. Zumal mal 2600, dass der auch fix genug weggeht. Okay, das war ein gutes Pack. Das waren schon mal so 8-9k. Damit kommen wir dem Ganzen schon deutlich näher. Auch wenn man sich jetzt denkt, oh, so weit sind wir ja noch weg. Wir sind doch ein kleines bisschen weg, ja. Aber auch nicht mehr, glaube ich, zu krass. Wie gesagt, die ganzen Non-Wares, die ich da verkaufe, die sind mehr wert, als man im Endeffekt denkt. Aber gucken wir noch in die beiden letzten Packs rein. Und das Update seht ihr dann auf jeden Fall morgen.
ob es geklappt hat oder nicht. Das ist ein 81-Plus-Pack, was leider nicht mal... Da habe ich mir ein bisschen mehr von versprochen. Wer hat auch nur einen 82er gezogen, schreibt es in die Kommentare. Wahrscheinlich einige von euch, ne? Nick Pope. Ah, das war sogar untauschbar. Okay, das hatte ich gar nicht gesehen. Ich hatte das gestern Abend noch über die Web-App gemacht. Schade. Aber gut, dass wir dann vielleicht da nichts gezogen haben. Das Megapack sollte aber hoffentlich tauschbar sein. Gucken wir rein ins Letzte. Und naja, wir haben schon mal Ramos gezogen. Das war schon mal top. Generell für die heutige Folge. Das ist zumindest noch ein Board. Argentinien, Linksverteidiger, Acuna. Den ziehen wir irgendwie sehr häufig. Das ist mein Lieblings-83er. Das sage ich euch ganz ehrlich. Das ist aber zumindest tauschbar. Ein paar UCL-Karten waren auch noch mit dabei. Über 2K ist er wert. Und die ganzen anderen, da mache ich auf jeden Fall noch ordentlich Coins. Ob es reicht? Puh, da bin ich mir nicht so sicher. Aber das waren auch wieder 700. Auch der hier sollte wieder ein bisschen was kosten. Italienischer IV. Guck mal, das ist 2400. Ich glaube schon, dass das reichen wird. Aber schauen wir mal, schauen wir mal. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass euch das kleine Menüvideo heute gefallen hat. Wie gesagt, ab morgen gibt es wieder ordentlich Gameplay. Wir haben ja auch noch einige Weekend-League-Spiele zu spielen. Qualifier seht ihr und so weiter und so fort. Das war mir jetzt heute wichtig. Wir sind jetzt schon bei 200k und ich glaube, dass ich 30k noch hinkriegen kann. Mit den ganzen Karten, die ich hier noch auf der Liste habe, die im Angebot sind, mit Jimenez, mit den ganzen seltenen Goldkarten. Das sollte reichen. Da bin ich recht zuversichtlich. Sage ich euch ganz ehrlich, dass wir uns den Quadrado irgendwie noch ersnipen können. Das wäre top. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob bei euch irgendwas drin war, bei den Lightning Wands oder bei den SBC-Packs. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.